Was im 2008 bei der UBS gewaltig kracht, werden Experten voll überrascht. Ohne Volksentscheid sind Milliarden sofort bereit, zwecks der Boni-Garantie in die Ewigkeit. Zwecks der Boni-Garantie in die Ewigkeit. Dank der direkten Demokratie stehen wir im 18. her und stimmen ja für die Vollgeldphilosophie. So wird's Geld regal, endlich wieder legal. Und die Erpressungen von Grossbanken sind vorbei. Und die Erpressungen von Grossbanken sind vorbei. Dass es gleich wieder knallt, das weiss das Volk von jung bis alt, auch wenn die Politik uns etwas anderes sagt. Die ewige Angstmacherei, wenn wir nicht machen, was sie will, lassen wir uns nicht mehr weiter bieten, nein, nein, nein. Lassen wir uns nicht mehr weiter bieten, nein, nein, nein. Dank der direkten Demokratie stehen wir im 18. her und stimmen ja für die Vollgeldphilosophie. So wird's Geld regal, endlich wieder legal. Und die Erpressungen von Grossbanken sind vorbei. Und die Erpressungen von Grossbanken sind vorbei. Bei der letzten Vollgeldabstimmung hat der Bundesrat für ein Ja gemacht Stimmung. Damals war er noch ein Volksvertreter gewesen. Heute gibt's Banken, Parteien, Spenden und so sind die Politiker voll in den Händen von denen, die es warmer Luftgeld machen können. Von denen, die es warmer Luftgeld machen können. Dank der direkten Demokratie stehen wir im 18. her und stimmen ja für die Vollgeldphilosophie. So wird's Geld regal, endlich wieder legal. Und die Erpressungen von Grossbanken sind vorbei. Und die Erpressungen von Grossbanken sind vorbei. Und die Erpressungen von Grossbanken sind vorbei.